Hallöchen. Okay. Ja, herzlich willkommen zu meinem allerersten Twitch-Abend heute. Eigentlich könnte man sagen, Hallöchen. Zu einem Geburtstags-Twitch, okay. Weil heute feiere ich meinen 30. Jawohl. Allerersten Twitch-Abend heute. 30 Jahre jung. Eigentlich könnte man sagen, und ich würde sagen, Geburtstags-Twitch. Okay. Wir fangen gleich an, ne? 30. Jawohl. Haha. 30 Jahre jung. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Ne? Warte, eins mache ich noch schnell. Haha. Mach mal so. Jo. So. Wie versprochen, ich habe mich für Risen entschieden. Ja, umfragemäßig nach Gothic 2 Nacht des Raben. Mehr als einstimmig, mach Risen. Gut, mach mal Risen. Und ja. Ja, umfragemäßig nach wir sind hier als gestrandet, mehr als angeschwemmt Matrose. Als Matrose. Mehr als diese Haut, also diese Fetzen am Leib tragen wir momentan nicht. Und scheinbar sind wir die Einzigen, die hier überlebt haben. Warte, eins muss ich noch umstellen. Ich höre mich gerade doppelt. So. Scheinbar sind wir die Einzigen, die hier überlebt haben. So, jetzt ist gut. So, ja, zur Erklärung, chatmäßig hilfe mein verehrter Schnuckiputz, mein Wolfgang, dass sich daher auch niemand benachteiligt fühlt. Und ja, probieren wir es einfach mal auf gut Glück. Wundert es euch nicht, falls ihr das gerade ziemlich verpixelt und so seht. Wie gesagt, Twitch-Anfänger. Und für solche Dinge habe ich eben noch keine Berechtigung, eine bessere Grafik, eine bessere Auflösung euch bieten zu können. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Also gut, dann klauben wir mal das ganze Graffel hier zusammen, Goldmünzen und so. Kein Lebenszeichen mehr. Ja, kann man sicher alles brauchen. Ein Opfer des Sturms. Vielen lieben Dank. Dankeschön für die Blümchen. Ja, ich habe mich auch extra gewaschen heute, ja. Inklusive die Haare. Weil bei den Frauen gibt es ja mit Haare und ohne Haare. Dankeschön. So. Dann schauen wir mal. Ich soll da drüben nicht zu weit hinhatschen. Der Scavenger da drüben, der könnte mir noch das Fell über die Ohren ziehen. So, klauen wir alles zusammen hier. Ja, ja. So. Und ich glaube... Oh, Sarah. Die scheint noch recht lebendig aus. Fesches Mädel. Sie hallo. Noch. Na, Gnädigste? Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Ja, die armen Schweine haben das Meerwasser nicht ganz vertragen. Ja, wo wir hier sind, das habe ich mir auch schon gefragt. Mehr als Strand sieht man hier ja nicht, ne? Also, ich habe es mir auch schon gedacht. Oder gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Ja, schau mal. Ein Knüppel. Ja, schau, ist schon einer da. Wunderprächtig. Und was haben wir hier? Ein stabiler Ast. Ja, das wird auch uns hoffentlich gute Dienste erweisen. Jetzt muss ich nur schnell schauen. Ah, da haben wir sie mit da. Einfach mal alle Knöpfe durchprobieren. Einer wird schon passen. So. Ich habe schon mal gespielt. Ja, was ist schon eine Zeit her? Ja, was nehmen wir denn? Knüppel aus dem Sack. Der erstbeste Holzknüppel, der halbwegs gut in der Hand lag. Ja, oder doch lieber stabiler Ast. Nicht gut ausbalanciert, aber im Notfall als Waffe zu verwenden. Nö, nehmen wir schon den Knüppel aus dem Sack. Perfekt. So. Die Kerle da, die hatte ich schon, jawohl. Da haben wir noch was. Noch ein Knüppel, also mehr als genug. Material, um Sachen zu verhauen.
So, ja. Noch irgendwas? Mal schauen, was es hier draußen so gibt. Ja, das schaut nach einem Schwert aus. Ist natürlich keins, ne? So. Schaut nicht aus, dass hier irgendwelches Gerümpel noch liegt. Ich habe mir eingebildet, hier wird es ein paar Muscheln oder so geben. Aber scheinbar nicht so recht. Dann hüpfen wir mal ein Stück. Das geht schneller, als wenn ich laufen würde. So. Na komm her, du Viech. Oder auch nicht. Du frisst da meinen Kumpel weg. Hey, so geht das aber nicht. Na, komm da. Na, komm. Ja. Nein, so nicht. Ach so, um die Waffe wegzustecken. So, perfekt. Yeah, was haben wir da? Rohr... Was? Bollen. Rohrbollen. Ich hätte Keule gesagt, aber naja. Leider roh. Geht mit Folgen der Zutat zu einem Feuer oder Herd. Also geht mit folgenden. Entschuldigung. So, ja. Perfekt. Das arme Schwein. Ein Apfel. Und eine Hornmuschel. Eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Ich gehöre nicht dazu. Ja, wir sind auch keine Meerjungfrau, ne? Was haben wir noch hier? Eine hübsche Muschel. Da, da, da. Mal schauen, ob ich wieder haufenweise Sachen liegen lasse, so wie es mir bei Fallout immer geht. Ja, Multitasking und so. Ist nicht jedermanns Sache. Also bei mir halt. So. Mal da rauf. Da ist ja noch so ein Federvieh. Ja, komm daher. Kriegst ein paar Streicheleinheiten. Au. Ja, komm. Ja, komm. Bam. Au. Ja, aber. Hallo. Ja. 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 Jawohl. Auf die Gosch. Noch eine hübsche Keule. Ich sag Keule dazu. Fertig. Für mich ist es eine Keule. So, ja, ja. Ach so, ich könnte mit dir wieder quatschen, ne? Ich habe schon frisches Fleisch für uns. Also die will uns begleiten? Ja dann, gehen wir los. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Jo, und was zum Essen wäre auch nicht schlecht. Könnte ich, gibt's denn irgendwas? Ja, ein kleiner Heiltrank. Ich futter mal den Apfel weg. Ja, der hat sich jetzt viel gebracht, ne? Ja, für die Not. Ich hoffe, dass es jetzt kein Wolf oder so ist. Die könnten eventuell noch gefährlich für uns sein. Ja. Da, eine Muschel. Wow. Sehr schön. Ja. Schrott sammeln, das ist wieder so eine Leidenschaft, sag ich mal. Ja, wer meine Fallout-Parts kennt, weiß, wie oft ich überladen durch die Gegend herumlaufe, inklusive meine Begleiter. Ah, da ist auch jemand abgenippelt. Oh, Jagdmesser. Ja, gib her. Schauen wir mal. Das darf ich sicher anziehen, ne? Yeah. Frisch gewetzt, um so manchen üblen Monster das Fell über die Ohren zu ziehen. Ja, das hört, also das klingt sich, also das hört sich super an. Das liest sich super. Ja, ja, ja. Und haufenweise Münzen. Da können wir uns nachher sicher ein gutes Schlückchen gönnen. So. Was ich allerdings noch schauen muss. Na passt, läuft alles gut. Die Aufnahme und so muss ich manchmal kontrollieren. Ich habe noch keinen zweiten Bildschirm, wie gesagt. Jetzt muss ich das ab und zu so nachschauen. Und die Zeit wäre auch gut. Mein Handy. Passt. Läuft alles gut. Haben wir noch Zeit. Also gut, gut, gut. Weil ich möchte ja quasi 7 Parts möchte ich jetzt mal machen insgesamt. Also über Twitch. Damit man sie später auch auf YouTube anklutschen kann. Au! Irgendwie. Ich glaube, die Waffe ist buggy. Ja. Ich schlage einfach mal mit der Faust. Für was brauche ich eine Waffe, wenn eh meine Rechte viel besser ist? Scheiß auf die Waffe.
So, was haben wir da noch? Boah, ich muss echt aufpassen. Hoffentlich kommt bald mein Level up oder so. Ein Grünblatt. Yeah, Grünzeugs. Mana-Pflanze. Ja. Was gibt's eigentlich über das Spiel zu sagen, ne? Für Leute, die Risen überhaupt nichts sagt. Es ist von denselben Machern wie Gothic. Also Gothic 1, Gothic 2. Mit den dazugehörigen DLCs. Eben von Piranha Bytes. Ich persönlich sag zu Risen, kleiner Bruder. Oft bezogen von Gothic. Und ich muss sagen, der erste Teil, also dieser hier, der spielt sich sehr ähnlich wie die Gothic-Reihe 1 und 2. Und ich muss sagen, ich liebe die Reihe. Ich mag sie. Ich habe auch mit Gothic angefangen, meine Let's Play-Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich mag das Spiel, ich mag die Geschichte dazu. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, da ist nichts mehr. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Jawohl, Frau Sarah. Der weibliche Instinkt, ne? Den darf man nie außer Acht lassen. Bei mir ist es immer der linke Hüftknochen, der sich meldet. Mhm. Und nein, das liegt nicht daran, dass ich 30 bin. So, okay, da ist nichts mehr. So, gut. Dann gehen wir mal darüber. Ich weiß, da drüben gibt es einen Weg, der eigentlich jetzt ins Landesinnere führen sollte. Jo, was ich vielleicht auch noch sagen oder erwähnen sollte, ist, ich spiele hier mit einigen Mods. Also so wie es hier jetzt gerade ist, ich weiß, ich sehe es jetzt ein bisschen verpixelt, aber so wie es jetzt ist, ist es schon, ja, aufgewertet sozusagen. Ich glaube, ich renne jetzt immer in dieselbe Richtung, ich Pfosten. Und, ja, ich muss sagen, es schaut echt nicht schlecht aus. Es ist schon mehr detailreicher, das Ganze. Und ja, einfach hübsch anzuschauen. Was? Wo? Wer? Au! Zieh die Waffe, um Gottes Willen. Wo ist denn da wer? Ich sehe die Viecher nicht. Au! Ich habe das Viech gerade nicht gesehen. Ich glaube, das war eine Ratte. Ja, danke schön, ja. Gottes Willen. Was war denn das jetzt? Jetzt gibt es hier unsichtbare Viecher. Hallo, ich will da laden. Machst du? Ja, will ich. Ich glaube, die Mods sind nicht ganz immer so eine tolle Sache. Würdest du jetzt bitte? Jetzt lässt du mich nicht mehr laden. Die Technik, ne? Hallo? Das ist echt genial. gut. Was mache ich jetzt? Ihr könnt jetzt eins machen. Ich beende jetzt nochmal das Spiel und hau die Mods raus. Ich spiele das Spiel ohne Mods. Entschuldigung. Wartet mal, ich beende das mal jetzt kurz. Jetzt seht ihr meinen vermüllten Desktop. Mit dem muss ich jetzt kurz mal. Komm her, du Gauner. Das ist definitiv eine Sache, die man dann quasi privat besser zocken sollte. So. Schön. Also echt schön. Ich spiele es jetzt auf die klassische Art. Ist wurscht. Ich habe nämlich nur bisher versucht, ein bisschen herumzugehen. Ich habe ja vor 2 Tagen oder so, habe ich mal das mit Twitch schon so probiert, ob man wohl das Bild schön sieht. Heute noch kurz vor knapp noch ein bisschen die Kamera eingestellt, dass es passt. Ja, aber ich habe nie das Spiel gespeichert oder geladen. Jetzt will man das halt so jetzt ausnahmsweise machen. Vielleicht habe ich jetzt auch das Glück und wir sehen das Einstiegsvideo quasi, also das Intro. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt laden darf, oder? Mm-mm. Schade. Müssen wir halt nochmal neu machen. Tut mir leid. Die Technik und so.
Meine Großtante pflegt immer zu sagen, die Technik ist ein Hund und die Gute hat verdammt recht. Ja, da kannst du schon melden, das ist mir wurscht. Du fragst dich sicher, wo wir... Machen wir so und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Sonst muss ich derweil einfach mal ohne Sterben zurechtkommen. So. Hört man was? Ich glaube, ich höre noch nichts. Warte kurz. Dann ist das definitiv noch mit dem... So. Ja, wenn es spinnt, dann muss es anständig spinnen. Voll peinlich. So. Tut er jetzt was? Ja. Keine Ahnung warum. So, jetzt probiere ich was. Jetzt tun wir ganz schnell speichern. Du bist echt fies. Spiel, du bist echt fies. Weißt was, dann schalte ich jetzt alle Mods aus. Das ist echt gemein. Dann muss ich die jetzt leider alle ausschalten. Moment einmal, überall schnell ein Häkchen rein. So, das ist jetzt echt fies, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Jetzt will man da ein bisschen Service machen und dann haut das nicht hin. So. Jetzt müsste das eigentlich... La la la. Müsste passen. Wie gesagt, mir ist das Ganze hier so empfohlen worden. War gut gemeint, aber haut leider nicht so hin. Ah, okay, ja. Das ist auch eine Idee. Freilich. Spielstand benennen, ja. Bin halt Profi schlechthin. So. Jo. Blem. Machen wir mal so. Also, nochmal. Von vorn das Ganze. Mal schauen, ob es funktioniert hat. Die Spannung steigt. Bei mir halt. Ich will nicht, dass es lädt. Du fragst dich sicher. Ja, ich frage mich sicher, ob es funktioniert. Da hat er vollkommen recht, der Sprecher vom Xardas. So. Da jetzt wieder der Ton nicht mitmachen will, weiß nicht warum, ich muss ständig daher. So, und dann nimmt es wieder. Voll interessant. Ja, mal schauen. Ja, jetzt nimmt es wieder. Perfekt. Dann tun wir es nochmal. So, speichern. Ja, lässt mich auch nichts benennen. Das ist echt gemein jetzt. Echt fies. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Das ist jetzt echt peinlich. Also mir ist es peinlich. Warte. Nichts auswählen. Und obwohl ich jetzt nichts ausgewählt habe, spinnt er rum. Das ist auch voll interessant. Und was, wenn ich das Zeug jetzt komplett weglösche? Sicherheitshalber. Und das jetzt nochmal probiere. Oder warte.
Warte, ich probiere es über Steam, vielleicht ist das besser. Weil, wenn ich es nämlich auf den Desktop ziehe, keine Ahnung warum, Technik ich, ne? Macht es hier quasi einen eigenen Speicherpfad, also wie auf Steam. Und jetzt probiere ich da mal, so, ob ich es hier hinbekomme, tu. Mal schauen. Dass es sowas gibt, ey. Das ist so gemein. Auf solche Kleinigkeiten habe ich echt nicht gedacht. Oh, danke schön. Danke an euch alle. Vielen lieben Dank. Ah. So. Jetzt aber nochmal. Aha, schauen wir mal. Alle guten Dinge sind 20. Das ist die neue Regel. So. Aber auf jeden Fall, auf euer Wohl. Bröstlichen. So. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Ja, wir sind hier. Nach wie vor wieder der Tonbug, sage ich mal ganz vorsichtig. So, also, nochmal so von mir aus. Bitteschön. Wenn er es jetzt wieder nicht speichern lässt, ist mir das wurscht. Ist mir das jetzt echt wurscht, dann sehe ich das jetzt durch, so gut es eben geht. So, also nochmal. Speichern. Nee, spinnt komplett rum. Nicht fair. Vielleicht ist es ja auch nur hier am Anfang so, dass es so spinnt. Vielleicht. Das arme Schwein hat es nicht geschafft. Ja, das arme Schwein. Sie atmet noch. Es ist aber echt interessant. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Schlamm gekommen. Keine Ahnung, an was das liegen könnte. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Also als ich das... Wo sind wir hier? Das Gelaber kennen wir ja eh schon. Als ich das erste Mal gezockt habe, ne, hat es das Ganze nicht so gegeben. Da konnte ich speichern, wie ich lustig war, ne? Voll interessant. Keine Ahnung. Also ja, dann wieder das erste, ne? Hab ich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Da fange ich voll zum Spitzen an. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Vor lauter peinlich sein. Ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest ja bestimmt was am Strand. Ich nehme auch gleich einen Ast. Ich lach mir auch gleich einen Ast ab, ne? Ist ja echt genial. Also, für den ersten Moment quasi gefällt man mal rüber, sag ich mal. Ich schaue mir das dann das Ganze dann morgen oder so mal an. Werde das dann auch wieder bis dorthin spielen, wo wir heute aufhören werden. Und dann wird das wohl hinhauen. Verdammt, auf F8 habe ich Stream einschalten und ausschalten. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann ist hier finster mal fürs Erste. Wenn sie mir das verzeihen könntet, dann mache ich das mal kurz. Probiere ich es, ob es hinhauen würde. Eventuell. Oh, dann ist halt momentan kurz finster mit Twitch. Bam, bam. Meine Waffe muss ich noch ausrüsten. Habe ich schon einen Priegel? Ja, mein Knüppel. Ich könnte aber schnell das Messerchen holen gehen. Aber automatisch speichern tut er scheinbar. Ja, es hilft mir nichts, wenn ich es nicht laden kann, ne? Warte jetzt mal kurz. Schau mal, ob der Watschke das laden lässt. Nee. Ist ja wurscht. Wisst was? Wurscht. Das schaffen wir jetzt schon.
Das schaffen wir schon. Ich werde mich bemühen, nicht zu sterben. Das kriegen wir schon hin. Ich werde jetzt einfach probieren, besser aufzupassen. Und das Erste, was ich mache, ist mal, wenn ich die Leiche nochmal finden würde, ich glaube, die war da drüben, gehe ich mal das Messerchen holen und ich schaue mir dann einfach morgen im Laufe des Tages an, warum das Ganze hier so spinnt. Gib hier alles. Und dann beim nächsten Samstag, wenn ihr wieder Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, geht es dann hier frisch, fröhlich weiter. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze dann nicht mehr so herumspinnt. Jo. Ich denke mal, zur Not werde ich das Spiel einfach komplett deinstallieren. Das werde ich dann auch machen später, also morgen. Und dann installiere ich es nochmal neu, ohne Mods, ohne nix, und dann müsste es hinhauen. Weil das gibt es nicht, weil sonst müsste irgendwie, keine Ahnung, Steam plötzlich der Meinung gewesen sein, so, jetzt gehen wir mal die alte Zocki zigieren und ich mache nur für ihr einen bestimmten Hotfix, den sie gar nicht mitkriegt. Und wenn sie Risen spielt, dann haut sie ihr so richtig eine rein. Ja. Ist ja ganz logisch, oder? So, her mit dem Dolch, also mit dem Jagdmesser, und die gute Sarah nehmen wir auch. Oh, Entschuldigung, nehmen wir auch gleich mit. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Ja. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Ja. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Jo, ich weiß. Sie ist halt eine Waffe. Jupp. Sie ist halt auch. Nein, ich probiere es einfach. So. Ich probiere es einfach mal mit meiner Faust. Dann hau ich so richtig eine rein. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es sich um einen Schlagring handeln könnte, ne? Aber es soll ja eigentlich ein Messer sein. Komm her, Viech. Pass auf! Batsch, batsch. Ne? Batsch. Ja. Komm her. Bam. Gut so. Du brauchst nicht ausweichen. Nur weil ich dich verhauen will. Au. Ja. Weiter so. Also ich freue mich schon, wenn wir die zwei Hände und so haben. Aua. So, jetzt aber. Ja, das war sehr super. Dankeschön. Ah. Jetzt fühle ich mich wie ein Mann, ne? Wenn eine Frau einen schon so lobt. So. Komm her, ich hau dich direkt ins Kreuz rein. Oder auch nicht. Pass auf! Au, au, au. Ja. Ja. Gut. Blocken? So. Ich will blocken. Ja. Was. Ey. Ja, das wäre sehr super. Ich brauche schon was zu essen. So. Ich wollte nämlich nur das Fleisch mitnehmen, dass wir dann oben, also später was uns braten können. Aber wenn ich es weitermache, sterbe ich schon wieder. Nee, nein, nein. Ich werde die Heilkräuter einfach essen und dann passt das schon. Ganz einfach und unkompliziert. Kein Lebenszeichen mehr. Ja, zuerst einmal der gute Apfel hier. Frisch, saftig, steirisch, ne? Mh, köstlich. Und noch irgendwas, wenn man könnte. Wenn ich könnte, würde ich auch die Muscheln essen, das wäre mir wurscht. Aber die knirschen so schief zwischen den Zähnen, ne? Ich glaube, das ist auch nicht so gut für den Zahnschmelz. So, also warte, hier war was. Ja, das ist die Mana-Pflanze. Die kann uns da jetzt nicht so helfen. Aber du wahrscheinlich, ne? Was bist du denn? Nein, du. Regeneriert auch nur Mana. Pfui. Schäm dich. Da drüben war nichts. Da war, glaube ich, jetzt... Da ging's... Da konnte man richtig. Ah, da war das unsichtbare Viech, ne? Ja, es ist unglaublich. Es sollte eigentlich... Ah, da drüben ist was. Ja, komm her, du Mistviech. Sarah, du könntest aber auch, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, mit der Faust draufhauen oder so. Ja, ja, ist schon gut. Ja. Pass auf! Bam. Ja, pass auf. Au. Ich habe noch einen Heiltrank, den werde ich gleich nützen. Das schaffst du. Bam. Ja, schau, jetzt ist gut gegangen. Also besser halt. Jo. Und dann tun wir uns gleich mal heilen. Bröstlichen. Erfrischend. So. Wie gesagt, aller Anfang ist schwer. Das ist leider so, hier auch in diesem Spiel. Aber mit baldigem Level-Ups und mit Fähigkeiten erlernen, auf verschiedene Art und Weise, mit besserer Rüstung, besseren Waffen, werden solche Viecherleins bald kein Problem für uns sein. Oh, außer ich laufe natürlich direkt blind in eins rein. Dann könnte das durchaus wieder ungut enden. Ah, ausgewichen. Wow. Da. Au, 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 au. Das schaffst du. Komm, einmal geht's schon auf. Ja.
soll noch einmal sagen, waffenlose Kampfkunst ist für nix. So, haben wir da noch irgendwas? Ich weiß, ich lasse sicher wieder haufenweise Graffel liegen. Ein paar Münzen und so habe ich jetzt sicher liegen lassen. Jetzt muss ich mal aufpassen. Irgendwo hier war doch das Viech, oder? Zumindest, ich bilde mir ein, ich höre irgendwas knurren. Das ist gerade echt voll fies. Na, ich glaube, das war nur eine Täuschung. Ah, was haben wir da? Heilkraut, ja endlich. Super. Ich freue mich. Aber ich glaube, das dürfte hier schon einigermaßen passen. Da oben geht es jedenfalls weiter. Bin gespannt, wann uns das nächste Viech überrumpelt. Hungriger Wolf. Ah, das sieht, man sieht ihn, ne? Der ist so hungrig, dass man ihn überhaupt nicht mehr sehen kann. Alter Schwede. Also ganz ehrlich, die Mod hat sich voll ausgezahlt. Entschuldigung. Entschuldigung. So, ich zücke gleich. Da, junge Stahlratte. Die war's. Die hat mich ermordet. Blödes Viech. Jetzt haben wir uns gerecht. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Ja? Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Aha. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, glaubst du etwa, dass wir so wenig Skill haben, dass wir das ganze Graffel jetzt brauchen? Na. Natürlich brauche ich alles. Ich brauche sowieso immer alles von dem Zeug. Ganz besonders am Anfang, weil ich doch ein leichter Schussel bin. Und tollpatschig. Und ja, ich sollte auch mehr Karotten essen, weil ich sehe die Gegner nicht einmal mehr. Ja. Aber die Karotte allein hilft ja nichts, ne? Da wäre gut, noch ein bisschen was an Öl dazu zu geben. Zum Beispiel einen Karottensalat mit ein bisschen Speiseöl. Damit auch das Vitamin A oder so funktioniert, ne? So, da waren wir schon, richtig. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich was übersehe, vergesse. Aber ich glaube, am Anfang war eh nicht so viel. Beziehungsweise, wir kommen eh wieder im Laufe des Spiels hierher zurück. Jo. So, hallo. Ich sehe das ja nicht einmal. Ich werde mich auch bemühen, wieder alles einzusammeln, was wir hier gefunden haben. Ich sehe das Heilkraut nicht einmal. Ich brauche echt Karotten. Hey, das ist voll gemein. Ah, da ist mal was. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Jawohl. So, dann machen wir hier. So, lala. Mhm. Ja, ja. Okay. Ja. Aber wer weiß, ne? Wenn... Ist die Höhle gut? Das schaut echt komisch aus. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Wenn da wieder so irgend so ein Monsterviech drinnen ist, das ich nicht sehen kann. Halt! Pass auf! Warte. Wow. Gut, dass du gesagt hast, Sarah. Alter, du Mistviech. Ja. Aufs Maul. Ja. Noch wer? Noch jemand? Wer hat noch nicht, der will nochmal. Boah ey, das ist ganz übel. Nicht so blind spielen. Aber irgendwie ist es wieder sympathisch, oder? Mit unsichtbaren Gegnern. Es hat eine gewisse Spannung, muss man sagen. Herrlich ist das. Herrlich. Weil irgendwo, ich weiß, irgendwann gibt es nämlich Wildschweine und die kann ich noch nicht besiegen. Also die muss ich echt ausweichen und jetzt, wo ich sie nicht mehr sehen kann, ist das ganz besonders spannend. So, ein Heilkraut. Ich finde das gerade voll lustig. Einerseits. Halt, pass auf! Da knutscht wieder was. Ah, da! Oh. Raunz. Au, au, au! Gestern, du Viech. Yeah! Wow. Ich denke mir... vielleicht machen wir Risen dabei nur vielleicht eine Stunde insgesamt. Und ich denke, ich werde dann aus Grund dieses besonderen Falles hier
werden wir vielleicht ein anderes Spiel wählen. Ich überlege nur gerade, welches ich wählen sollte. Keine Ahnung. Welches vielleicht besser hinhaut. Weil die anderen Sachen habe ich ohne Mod. Vielleicht. Sieh mal, ja? Ein verlassenes Haus. Mhm. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas Seltsames geht vor auf dieser Insel. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht solltest du erst mal im Haus nach dem Rechten sehen. Jo, mach mal. Und die Gute, was machst du? Ah, ich verstehe schon, du schmeißt schon mal den Herd an, ne? Schnucki. Oder auch nicht. Sie hat ja keine Pfanne noch. Aber den Herd kannst du trotzdem schon mal einschalten. Oder anmachen. Weil Strom gibt's hier ja noch keinen. So. Ah, da hinten. Da ist auch irgendwas. Ich glaube, ich sehe da was. Was bist du denn? Runter mit der Waffe! John, Entschuldigung. Siehst ja. du, geht doch! Ein Mann mit... Alter, wie schaut denn das aus? Wie schaut denn das aus? Da sieht man nur die Augen. Ist das eine Zunge? Und die Ärmchen. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Ich hätte es vorher noch besser testen sollen. Aber ich dachte, nachdem man die Scavenger gesehen hatte, dass alles passt. Aber ich finde das gerade voll lustig. Hallo, komm mit. Warum eigentlich? Komm mit, wie du willst. John schließt sich dir an. Schön, aber warum eigentlich? Einfache Truhe. Ja, die ist ganz einfach. Die ist sogar mit Texturen, wurde hier gespart, flotter einfach. Okay, haufenweise Münzen. Ich glaube Mana-Tränklein und noch ein paar schöne Dinge. Sehr schön. Also ich muss echt sagen. Ah, ich finde das gerade lustig. Ist unser, also man muss echt sagen, unser Begleiter ist sicher pflegeleicht. Der kriegt nicht einmal Hunger. Achso, da ist was zum Hinsitzen. Es tut mir leid. Schön. Boah, mir wird gerade so warm ums Herz. Na, es ist irgendwie zum Schreien. Ja, was könnte man machen? Auf die Schnelle, ich meine, wenn es passt, wenn es funktioniert, ich hätte noch ein paar Zeitwanderungen zu machen bei World of Warcraft. Vielleicht könnte man das ja machen. Alter, was ist mit dem Haus? Das sollte auch nicht so ausschauen. Kann ich überhaupt rein? Ich glaube, ich bin. Aber, wup, 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 Stufe aufgestiegen, immerhin. Alter, ist das schlimm. Es ist echt schlimm. Ich gehe mal Fleisch braten. Ich brauche eine Pfanne. Ach so, ja, natürlich. Die habe ich vergessen. Mit meinen Händen wird es nicht gehen. Aber ich glaube, hier müsste... Schlösser knacken verstehe ich nicht. Ach so, da muss man Schlösser knacken können, okay. Bei unsichtbaren Truhen, das ist ganz wichtig. Die müssen doppelt abgesichert sein. Es ist unglaublich. Ich sehe gar nichts. Grog? Schön, ja, ich glaube, ich sauf mir einen an. Ja, bist du gescheit. Aber ich weiß, warte mal, da ist eine Mauer, glaube ich. Oder irgendein Hindernis, ich sehe es nicht. Es ist lustig, ich echt, na. Ich kann mir das gerade nicht erklären, sowas ist mir auch noch nie passiert. Eine Minze, schön. Au weh, na, sowas ist mir noch nie passiert. Ein Wasserfass, genau, man sieht es jetzt zwar nicht, aber das Wasserfass, ich führe es mal vor, wenn es geht, hilft uns beim Heilen. Am Anfang ist es ganz besonders gut, da heilst noch recht viel, aber später hättest du eigentlich so einen Wasserbauch, bis du wieder gesund wärst, weil das heilt, glaube ich, nur 5 Punkte oder so. Ja, unglaublich. Also, ja. Warte, hinten nicht der Viech? Ja, hungriger Wolf. Oh mein Gott. Au, 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 au. Bam, bam, bam. Okay, der ist hin. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich hoffe nur, dass ich dich nicht verhau aus Versehen. Au, weh, na, echt. Ist hier noch irgendwas zufällig? Echt? War denn schon? Gibt's nicht? Okay, dann... Ja,
jetzt siehst du auch warum, ne? Der ist so schlank, dass du ihn gar nicht gesehen hast. Du musst dich nämlich auf seine starken Arme konzentrieren und auf seine Glubschaugen. Na, es au weh. Mein Freund fragt gerade, warum passiert das? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Bisher, wenn ich eine Mod gezockt habe oder so, es hat echt super hingehauen, aber das ist echt für mich auch mal ein Highlight. Ein Bett, darf ich schlafen drin? Ich hoffe, das, ja, das schaut so super aus. Ach, bis zum nächsten Morgen. Ach, es ist echt. Ah, so. Ja, jetzt sind wir auch wieder ganz gesund. Oh, ein Besen. Nehmen wir den gleich mal mit. Vielleicht kann ja die Sarah drauf reiten und hätte dann ein Mount, ne? Oder ich. Au weh. Ja, ich habe jetzt leider keine Pfanne noch. Ich hoffe mal, dass es rohes Fleisch, einfach so am Boden. Ist ja ekelhaft. Ja, wahrscheinlich mit Maden und so, ne? Dann spart man sich die Brösel bei hier. Mhm. Ist sicher eiweißreich. Mit Sicherheit. Ah. Ekelhaft. Na. So. John, kommst du noch? Super. Mein imaginärer Freund. Aber witzig ist, oh, au, ja. Die Scavenger sieht man super. Alle anderen Viecher sind verschwunden. Aber die Viecher sieht man echt gut. Das ist auch voll interessant. Na. Ah, wie schön. Ich schwöre. Ich schwöre, wenn ich twitche, nie mehr so leicht ohne, also mit Mods. Echt. Also, nee. Die werden von mir ab jetzt immer... Was? Ist da wer? Nein. Da ist ein Hindernis, aber ich sehe es gerade nicht. Was ist das? Okay. Hä? Okay, wurscht. Also, wenn ich twitche, das nächste Mal, wenn Mods dabei sein sollten, die werden auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn ich das ganze Spiel, aua, im Vorfeld durchzocken muss, ist mir wurscht. Die Stimme erinnert mich irgendwie an Gorn von Gothic. Dort ist er, also, eigentlich mein bester Freund. Einer meiner besten Freunde. Dem Kerl habe ich echt viel zu verdanken. Muss ich sagen. Der hat mir das ein oder andere Mal schon ordentlich den Hintern gerettet. Ja. Was haben wir da? Druiden-Schierling. Also, ich glaube, das waren Pilz. Man sieht das hier super. Das dürfte, glaube ich, ein Schwammerl gewesen sein. Ah, schön. Aber man kann sagen, glaube ich, was man will. So eine Risen-Folge hat es, glaube ich, noch gar nie gegeben, oder? Denke ich mal. Eine Goldmünze. Was ist hier? Ein Grabstein. Ruhe in Frieden. Ja, Ruhe in Frieden. Schau, da leuchtet sogar noch ein Licht. Bitte was? Wer regt sich hier auf? Alter, das ist... Hallo? Ah, das sind, glaube ich, diese komischen Insektenviecher. Diese 3 Meter großen oder 2 Meter großen Viecher da. Schön, willst du mir gleich anhüpfen? Ah, irgendwo. Oh, da hinten. Ich sehe dich, ich sehe dich. Au. Ja. Wo ist es denn? Da, nein. Ja, schau, trotzdem 50 Punkte. Yeah. Ich glaube, der hat gerade einen Heiltrank getrunken. Und das Viech ist... Ah, Grabmotte, genau. Flügelstaub, richtig, ja. Der zarte Staub eines fliegenden Insekts. Sehr schön. Dann können wir gleich als Sandmännchen, genau. Wir bewerben uns als Sandmännchen. So, warte, irgendwo, ich glaube weiter oben ist schon die erste Wildsau. Oh, warte, war die schon hier? Nein, ich glaube noch ein bisschen weiter oben. Ich muss so aufpassen. Ja, eine Beere, schön. Was wackelt da? Ich glaube, ich habe Schüttelfrost, mir ist kalt. Ist das jetzt wieder so eine Stachelrate, glaube ich, ne? Eine von 12.
Nein, nur eine. Au, 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 au. Aua, also... Jawohl, hin ist sie. Hast du kurz einen Prozess gemacht. Ja, ne? Danke, John. So geil. Ich muss mal schnell ein Heiltränkchen und so. So. Ah, sehr erfrischend. So, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Stunde und so, haben wir schon? Fast. Ich glaube dann schauen wir nach einem anderen Spiel. Also, wie gesagt, ich habe schon mal angeschnitten. Ich müsste noch ein paar Zeitwanderungen machen. Mal kurz nachfragen. Schatzl, hättest du auch Bock drauf? Jo, er wäre nicht abgeneigt. Also World of Warcraft heißt das Spielchen. Für den Fall, dass es wer von euch nicht kennt. Und jo, ich denke mal, ich würde das dann machen. Schimpft's aber nicht über meine mangelnden Denkfähigkeiten, ja. Ich bin eigentlich Schurke von Hauptberuf. Mhm. Ein gutmütiger Schurke. Wie Robin Hood, ja. Es ist mein Ur-Ur-Urgroßvater, wissen viele nicht. ja, also das könnte ich euch dann noch anbieten und hoffe, dass das besser läuft als hier. Wobei, wie gesagt, es hat seine Reize. Alter, da sollte doch jemand sitzen, oder? Oder kommt... Ah, der kommt, glaube ich, erst, ne? Aber da drüben ist die Sau, das weiß ich. Da drüben ist die Wildsau. Da muss ich aufpassen. Das ist übel. So, da drüben geht's, glaube ich, jetzt zur Hauptstadt und da oben geht's zu den Banditen. Aber da müsste mich doch eigentlich irgendwer anquatschen. Musste mich da nicht wer anquatschen? Ich glaube, ja. Der hätte mich dann müssen theoretisch ins Banditenlager bringen. Hafenstadt, da sieht man schon. Der Wegweiser hier, der so schön in der Gegend sich integriert. Also hier geht's zur Hafenstadt. Oder habt ihr schon quasi euer Näschen voll und möchtet lieber noch bei jemand anderen reinschauen? Dann könnte man auch sagen, nachdem das hier so eine kleine Katastrophe ist, können wir auch sagen, verschieben wir es dann auf nächsten Samstag und hoffen, dass es besser läuft. Die Entscheidung liegt halt bei euch, ihr Lieben. Ich richte mich da ganz nach euch. Ich will euch nichts aufzwingen. Ja, obwohl es hier wirklich, wenn es speichern könnte, durchaus seinen Reiz hätte, das hier weiter zu zocken. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, also Wasserfass. Ich glaube aber, es gab ja auch noch Wölfe. Da ist ein Schatten? Nein, das waren Blätter. Ein großer Sumpf. Achso, noch ein Schild. Großer Sumpf. Ich dachte, jetzt kann ich was looten, aber es ist noch ein Schild, also ein Wegweiser. Eine Beere. Und was haben wir da? Grünblatt. Warte, sind hier? Ich zücke mal meine Waffe. Meine Faust, Entschuldigung. Na, da ist sonst nichts. Alles gut. Es ist schon, also ich muss sagen, es ist schon echt der Hammer. Aber ich denke mal, wenn ich das Spiel komplett deinstalliere und nochmal neu mache, alles frei von Mods, dann dürfte das sauber laufen, denke ich mal. Es hat dann, oh, da knurrt was. Komm doch her, du Mistviech. Es ist echt spannend, ist das, muss ich sagen. Hallo? Solange mich kein Ork über den Haufen rennt, geht's ja doch. Könnte aber auch eine Wildsau sein, da muss ich weg. Das weiß ich jetzt eben nicht, ob es eine Sau ist oder ob es ein Wolf ist. Die sind alle so schlank. Die verschmelzen mit der Umgebung. Ich glaube, das war ein Wolf. Aber ein großer. Ich glaube, die großen Wölfe sind auch nicht so schlau noch, die zu besiegen, weil ich doch noch sehr leicht bekleidet bin. Ja, ich schau mal darauf, weil da oben wird es eigentlich zu den Banditen hingehen. Vielleicht leben dort ja ein oder zwei Personen. Und ich kann dort irgendwie bessere... Oh, da geht jemand. Ich sehe seine Hände. Ich sehe seine Hände und seine Zunge, glaube ich. Oh, da gehen einige. Ergib dich, Gesetzesbrecher! Was? Ordenskrieger? Wie? Ordenskrieger? Die dürfen doch gar nicht da sein. Hallo?
Ja, schau mal, was ich Schaden mache. Gar keinen. Oh, oh, ich sterbe. Nein, nein, ich will nicht sterben. Was, ich heile? Ich heile mich? Wie geht denn das jetzt? Ey, ich muss da weg. John, komm mit. Ich glaube, John stirbt da drüben. Wieso sind da Ordenskrieger? Die dürfen noch gar nicht da sein. Das weiß ich noch, die kommen erst später. Das ist so klar. Die sollten erst mit wie viel Kapitel? Kapitel 6, 7, aber der bringt die um. Er bringt mich um, ja. Stehe wieder auf. Ich heile. Ich stimme weg. Ja, ich heile. Au. Entschuldigung, ich muss grad. Jetzt spürst du die Härte des Gesetzes. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut, so DS und so. Nebenbei, Alter, wo bin ich jetzt? Ja. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das so auf die Schnelle hinhaut. Ja, und jetzt sind wir in Valhalla. Oh, warte. Hä? Wo sind wir hier? Wo bin ich gestorben? Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Welches Gesetz verstoßen? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Das ist eine Verwechslung. Ich kann das erklären. Ja, das nehme ich mal. Das ist eine Verwechslung. Ich kann das erklären. Ja, ja, spar dir dein Gejammer. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Schaut's mal sein Gesicht. Ich bin gerade am Sterben eigentlich. Na schön, ich bin ein Gesetzloser. Und? Was passiert jetzt mit mir? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Alter, ich schwitze gerade voll. Ja, ich habe nichts falsch gemacht, gar nichts. Ich habe mich freiwillig gemeldet, ich ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet. So, dann hast du bestimmt etwas mitgebracht, das du vorweisen kannst, nicht wahr? Das muss ich wohl verloren haben. Das muss ich wohl verloren haben. So, so, verloren also. Tja, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Na schön, ich bin ein Gesetzloser. Und? Was passiert jetzt mit mir? Als Rekrut des Ordens wirst du wie jeder andere auch die Grundausbildung absolvieren. Dort wirst du im Kampf mit dem Stab ausgebildet. Ja. Danach bekommst du die Chance, die Grundlagen der Magie zu verstehen und ein Krieger des Ordens zu werden. Wozu anscheinend nicht jeder in der Lage ist. Kampfrüstung gesichert, die Ordenskrieger. Falls du für die Magie geeignet bist, werden wir dich mächtige Kampfsprüche lehren. Ja, danke. Bruno, der Rekrut, wird dir deinen Rock geben und dir alles Weitere erklären. Okay, danke, Glubschauge. Glubschi. Ah, tschüss, ich muss da mal. Echt. Das ist unglaublich. Alter, das ist echt. Also, das nennt man mal einen Sprung. Ja, okay, jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Jetzt kann ich das... Oder kann ich doch was verlassen? Nee. Okay, ich glaube... Ich glaube auch, ja. Ich muss mich ja anpassen, ne? Und schaue ich hier noch aus wie ein Alien oder so? Ey, das ist ein Hammer, oder? Das ist unglaublich. Ja. Ich glaube, ich lasse das Elend hier mal stehen. Und ich freue mich schon, wenn ich das hochlade. Ich glaube, das... Ich nehme noch auf. Ich lasse das so im Ganzen. Das ist, ich würde sagen, ein gelungenes Special und ein gelungener Anfang für den Twitch. Und ich denke mal, ich lasse das hier jetzt da so stehen. Und ich werde Zeitwanderungen anfangen. Also, da man es eh nicht speichern kann. Warte mal kurz. Also kein Bock sozusagen. Na, es ist echt der Hammer. Ich könnte noch probieren, eventuell das Spiel komplett zu deinstallieren und neu zu installieren. Das dauert aber jetzt 40 Minuten oder so. Aber ich denke, machen wir das dann nächsten Samstag. Sei es mir verziehen. Dann dafür in neuer Frische und hoffentlich mit besserem Erfolg. Wäre das verschmerzbar? Obwohl ich sagen muss, es ist echt charmant. Das ist so. Danke vielmals.
Dann bedanke ich mich aufs Herzlichste fürs Zuhören und fürs Zuschauen vor allem und fürs Ertragen des Ganzen. Vielleicht hattest du auch ein kleines bisschen Spaß, so wie ich. Also ich bin am Schwitzen, flatter Lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, macht nichts, geht verloren. Kein Problem. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich. Vielen lieben Dank und dann bis nächsten Samstag. Schönen Tag noch, oder Abend besser gesagt. Viel Spaß noch. Tschüssi.